der Dom St. Maria und St. Korbinian in Freising. Auf dem Domberg thront er über der Stadt, zusammen mit der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz, dem heutigen Kardinal-Döpfner-Haus. Auffällig die zwei mittelalterlichen Domtürme und die fünf Kirchenschiffe. Bereits um 715 gründete Bayernherzog Theodo an dieser Stelle eine Marienkirche, als der heilige Bonifatius 739 die vier bayerischen Bistümer im päpstlichen Auftrag errichtete, wurde die Marienkirche auf dem Freisinger Burgberg zur Bistumskirche. 1724, zum 1000-jährigen Jubiläum der Ankunft des heiligen Korbinian, gestalteten die Gebrüder Asam mit viel Stuck den Innenraum des Domes neu. Das Hauptportal ist zusammen mit der Krypta der einzige noch sichtbare Teil des romanischen Dombaus von 1159. Mehrere Fresken im Hauptschiff zeigen das Leben und Wirken des heiligen Korbinian, dem ersten Diözesanpatron des Erzbistums München und Freising. In der Krypta befindet sich der Sarkophag des heiligen Korbinian und ein neuromanischer Schrein mit den Reliquien des Bistumspatrons.